Oh, geil, im Posten. Deputy, war ich schon lange nicht mehr, nice. Bläschen gestartet und der Himmel in Palworld wird pink. Haben die bei Palworld eigentlich mittlerweile schon so ein paar Patches rausgebracht? Also kommen da Neuerungen, neue Pals oder so? Oder anfangs haben die primär einfach nur Bugfixes rausgelassen, ne? So, ich bin Deputy, sprich, ich bin der kleine Helfer vom Sheriff. Wenn der Sheriff stirbt, dann bin ich der neue Sheriff. Wenn mich nicht alles täuscht. Lizzie, danke für das Subgift an Michael. Weiß gar nicht, warum ich Tasks wecke gerade. Alle paar Tage kommen neue Patches. Aber auch eher Bugfixes, aber neue Pals sind schon in Aussicht. Ja, also ich werde auf jeden Fall mal wieder reingucken, sobald ich das Gefühl kriege, dass sich das Spiel entwickelt. Wenn ich mal das Problem habe mit, habe ich schon oft genug gesagt, Early Access schreckt mich immer ein bisschen ab. Ich habe immer das Gefühl, ich investiere dann Zeit in irgendwas, was nach dem initialen Hype gar nicht weitergemacht wird, weil die Entwickler sich irgendwie auf dem Erfolg auch so ausruhen. Ich habe immer nicht so viel Bock drauf. Was smackst du? Now. Now. Hola. Hello. Also ich bin unten ins Specimen reingegangen. Oben hatte ich Kimu, glaube ich, noch getroffen. Und Terste war da irgendwo, glaube ich, auch Lab, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall bin ich oben, obere Contamination rein, bin nach unten getappt und direkt dort an der Zahlentaske liegen wollte tot. Also ins Specimen. Oh, ich kann Knechti rausnehmen und tendenziell Faro. Wir waren noch alle drei in einer Verstehen. Trap gemeinsam. Und mich, Ich oder? nehme zu, rein. ich nehm zu 100% Echt? Claire und Katze raus. Außer Katze hat Auli ist gerade ins Spaceman rein, ne? Skill gemacht. Ich würde Vivi und Kari auch Nee. Ich rausnehmen. stehe als Chamäleon in der oberen Dekon. Oh, Also ich Vivi stehe würde noch ich auch oben rausnehmen. im Ja, Kari ist auch noch da. Smaggy, kannst du nochmal sagen, Okay, dann nehme ich auch ihn raus. Wer Vivi. In der Trap waren Was? Faro, Knechti und ich. Aha. Ich bin im Heizraum. Aha. Einer von Du bist euch im ist Heizraum. eventuell eine Witch, vielleicht aber auch nicht. Ja, Vivi, du hängst mir nämlich ganz schön am Arsch. Nein, Vivi war nicht in Warte, der Trap. warte. Wenn dann ist das Faro oder. Ich glaube eher Faro, weil Knechti Ich und ich glaube haben nicht, dass es gemeinsam eine Tasks Witch gemacht. gibt. Ich glaube, Sondern hier eine wird wieder Bitch. Bullshit erzählt, weil jemand callt, Oh. dass er Trapper ist und gar kein Trapper ist. Stimmt, ja. Wie ich hoffe. Du Ich hast hoffe, du recht, ich hast bin gar damit nicht nicht Trapper. gecallt, Mal dass du der Trapper bist, ne? Ich bin auch in eine Trap gelaufen. Nein, ich bin nicht der Trapper. Nee, Vivi ist nicht Sehr der gut. Trapper, ich bin der Trapper. Okay, Ja, ich sag, also war Shai hat nicht da, gekillt Vivi hier, war ne? Sind wir nicht nicht da. alle ein bisschen der Trapper? Wir sind Ja, alle ja, der ich Trapper. bin Ich glaube schon auch, ich Trapper. glaube auch langsam, es war Diese Trap. Shoshi, weil fast Ja, alle sind Subs und ich hole Buff. mein Labber mit raus. Okay. Nein, Ja? nein, das war Witz. Nein, gleich die. Nein, Schade, nein, das war Bibi. Nein, Warte, was? was ist passiert? Der Was Knecht war und das? Klar, Ich war mein ein Lover mit Lover. raus und dann sind sie gestorben. So Ich habe gut. aber vorher gesagt, nein. Was ist Du hast also, ja was ist denn gesagt. passiert? Kilian, du Legende, Dankeschön für die Also, 10 ich werde Verschenken. an der Stelle sagen, Mitgenommen. dass ich Knechtis Einsatz danken möchte. Was Ich habe verschafft zwar ein mir Vote of Glory erneut die Ehre? zurückbekommen, aber das war es wert. Das Ding ist, ich muss als Crewmate. Eigentlich will ich als Crewmate ja nicht lügen, ne? Das Ding ist, wenn ich als Crewmate immer seriös runterspiele und als Imposter dann aber jedes Mal übel reinlüge und nur Quatsch erzähle, dann wissen die Leute ja sofort, dass ich Imposter bin. Sprich, in weiser Voraussicht muss ich als Crewmate auch wieder ein bisschen mehr Scheiße erzählen, damit es nicht so offensichtlich ist, wenn ich tatsächlich böse bin. Weil es war die letzten Male immer relativ offensichtlich, wenn man aufgepasst hat, auch wenn ich immer damit durchgekommen bin. Weil ich als Crew normalerweise immer relativ safe spiele. Wollte Vivi mich gerade töten, hat dann gemerkt, Scheiße, ich habe Handschellen. Sandy, danke für dein Prime. Sahani, danke für dein Prime. Beiden Legenden. Da haben ja auch 2 Jahre. Insane. Wo ist der Planet hier? Scheiße. Labern. Spooky Down! Ich fand den toten Stucki. Und zwar im Office zwischen Flur und Admin. Also so, ja, wenn du Er gerade muss. von oben in Admin reinkommst, da liegt er.
Man muss aber dazu sagen, Julie, dass bei dem Kill noch nicht ganz sicher ist, ob er schon in Admin liegt oder ob er noch fällt. Weil das war ja so dermaßen der Bait, dass du dem ja fast auf den Kopf setzen musst, damit du den reporten kannst. Nee, ich war in der Map, um zu gucken, welche Task ich mache. Dann sehe ich plötzlich, dass der Report-Button aufblinkt. Dann mache ich die Map wieder zu und dann habe ich ihn noch kurz gesucht. Und dann habe ich ihn reported. Und das alles in dem Bruchteil der Sekunde, wo du ihn getötet hast? Ich bin schnell, aber ohne töten. Na, du bist Baitman, mein Freund. Das ist so, leider so. Baitman? Du ich bist Baitman, ja. Ich war die ganze Zeit bei dir Items. Ich hätte dir schon mein Dolch zeigen können. Nee. Sag mal, Smaggy, du bist der Einzige, der in meine zweite Trap reingelaufen ist. Und ich bin nicht in der zweite Trap gelaufen. Doch. Okay, erzähl mal. Ich bin auf die Story Ach, gespannt. Ach nee, aber mal, ich bin ja immer noch nicht Trapper. Aha. Ich bin der Meinung, es war Admin-Kill und dann wurde gewendet. Bist du dir sicher, Katze, dass es ein Bait ist? Ich bin mir sehr sicher, dass das ein Bait ist, ja. Entschuldigung, du bist Anti-TP, oder? Ja, warum? Nur weil du in Autogenal auch gestartet bist. Ja. Aber nee. Aber hatte Terste nicht drauf gestanden, dass Shoshi Killer ist? Nee, Terste vermutet, dass ich Killer bin. Ich habe gesagt, also ich habe schon ganz am Anfang, doch, hast du. Er hat nicht vermutet, er hat gepusht. Ah, okay, er hat gepusht. Der Kill lag unten in Specimen und ich stand halt zu dem Zeitpunkt als Chamäleon, also Terste ist auch Chamäleon und ich stand in der oberen Decon, deswegen habe ich auch gesehen, wie Katze da runtergelaufen ist. Ja, du bist halt in der Decon. Aber Terste war dann der Meinung, ich habe halt gekillt und der Kill liegt halt de facto in Specimen und nicht oben in der oberen Decon. Also weiter also bist bin ich in Decon rein und bist nicht wieder rausgekommen. Deshalb, ja, ich habe ja auch gesagt, ich stehe noch in der Decon. Das war ja meine Aussage. Dass Klür auch tot ist. Dann hat er sich geschiftet. Klür ist gestorben mit Knechti. Ja, aber Knechti hat sich vergessen. Voldemort ist noch gestorben, ne? Oh, ich habe hab nichts gemacht. Voldemort war der erste Kill. Die passen ja alle gar nicht auf. Sehr insane. So. Jetzt, wird irgendwer mit Julie hinterherlaufen, oder? Irgendwer ist Sheriff und irgendwer läuft gleich Julie hinterher, da bin ich mir relativ sicher. Hey! Hier war's. Ferox hat den Toast umgeworfen. Kleine Frechdachs. Auch jetzt war Ich kann auch anfangen, euch zu sagen, wo der ist. Und dann können wir weiter über den Bait reden oder wir können es lassen. Ja, mach. Also er ist in O2. Im Eingang O2, um ehrlich zu sein. Ich habe da gerade den Müll gemacht, Smaggy läuft an mich ran und Smaggy ist geplatzt. Und ich bin mit Items im Lab. Okay, und ich kann dir sagen, dass das absoluter Blödsinn ist, was du erzählst. Nö. Wir sind da tatsächlich. So. Okay. Ja, aber er ist dann mit Sicherheit nicht an dir geplatzt, weil es gibt keinen Warlock. Aber es kann auch ein Vampir sein. Und von der Zeit her gibt es keinen Warlock. Der hätte dich ja für eine Sekunde cursen müssen und dann abgreifen. Ja, das kann kein Warlock gewesen sein, weil ich hätte ja jemanden spät sehen müssen. Und das habe ich ja nicht, ich bin ja direkt rausgelaufen. Also entweder hat Smaggy echt jetzt geschossen, ne? Ich kann ja gleich mal gucken. Sollte man auf mich schießen? Ich bin ja Deputy. Bin ich wirklich tatsächlich. Ich habe Vivi Handschellen gegeben letzte Runde. Wenn ich Sheriff bin, dann hat er geschossen. Wenn nicht, dann ist Shoshi böse. Also ich weiß, dass Smaggy kein Sheriff ist. So. Wem hast du noch Handschellen gegeben? Sheriff auf Faru. Dir. Ich hätte gerade so gern gessen können. Mir? Ja, einmal dir und einmal Vivi. Alter, ja, den Kill habe ich wohl nicht gemacht. Huh? Ich habe meine Taste noch nicht benutzt. Julie, du hast ja auch schon den letzten Kill vom letzten Meeting gemacht. Warum willst du denn jetzt alle Kills gemacht haben? Habe ich nicht gemacht. Also wirklich nicht. Ich bin Warum hast für du dann die gesagt, Inos... jetzt nicht? Ich glaube irgendwie Julie, weil, ne? Das klingt schon ernst. Weil ich jetzt bei ich habe keine Ahnung. Für das Überseekontainer von China nach Amerika. Nein. Doch, klar. Items ist so auf der falschen Fährte. Ich glaube, du bist falsch abgebogen. Wichtig fürs Inno-Team bin ich. Also, Baby, hattest du an Shell? Ich weiß nicht, ich habe die Taste noch nicht benutzen müssen. Ja, sie war safe. Ja, das war 100% war das der Bait. 100%. Ich wollte gerade nachgucken, was sie gegessen hat. Hatte ich auch so das Gefühl, Faro, nämlich. So, also Tersa hat mich zum Sidekick gemacht, ne? Sprich, ich kann leider nicht mehr sehen, ob das wirklich der Sheriff war oder nicht.
Es ist mir aber auch voll egal. Was ich im nächsten Meeting machen werde, ist einfach weiterlügen. Ich würde sagen, dass Smeggy wirklich Sheriff war, weil meine Rolle hat sich ja geändert. Hat sich ja wirklich, ne? Und dann mal schauen. So. Ich wollte nur in den Vent. Nur abgewartet, bis mein Kill-Cooldown ready ist. So, also ein bisschen die Hoffnung, dass ein Imposter hier reinhüpft, damit ich sehe, wer Imposter ist. Aber hier ist halt niemand. Also wirklich niemand. Dann gehen wir mal raus. Ist zwar ein bisschen gefährlich, aber scheiß drauf. Wo sind die ganzen Leute? Hier ist jemand. Ocean Love, danke für die 23. Da ist jemand einfach nur am Indikon reinlaufen. Kimu ist rausgelaufen anscheinend. Und Items jetzt auch. Der erste läuft noch durch die Gegend. Jetzt wird hier getimastert. Gehen wir mal eben raus hier. No. Alarm. Ich weiß, wer es ist. Es ist Kimu. Er wollte mich stechen. Terste, du bist gewitcht. Also wenn, würde ich dich erschießen, aber ich war's nicht. Was ist das denn? Hä? Kimu. Nein. Doch. Was soll ich dir jetzt sagen? Ich wollte dir gar nichts tun. Ich habe mich nur gewundert, warum du die ganze Zeit von oben nach unten gerannt bist. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass Julie der Time Master ist, oder? So, sonst wäre der Call ja nicht da. Richtig. Haben wir einen Crewgesser? Weil sehr wahrscheinlich ist Carillo Witch. No. Ist also einzige Person, die dafür in Frage kommt, kann die ohne. Oh, das ist, weil wir in Dings nebeneinander standen, in Communications, ne? Ja, und neben der Trap und in Weapons auch. Ja, ja, neben ich hab doch gesagt, es ist eine Witch drin und niemand hat mir geglaubt. Das Witzige ist, erst als du neben mir standest, habe ich mir genau gedacht, boah, jetzt hat er mich safe gewitcht und jetzt bist du gewitcht. Das ist ein bisschen blöd. Hä, hast du jetzt mich gerade Juli? Oh. Ah. Das ist jetzt doof. Kimu, ja, ist jetzt also ich gelaufen, bin's ja? Auf jeden was Fall nicht erst. Überleg, ob du noch neben jemand anderen standest, außer mir. Ja, warte mal. Überleg Moment, mal. Da müssen. Wenn jetzt. Ich mach mal Moment, Witch of Carillo jetzt. Nee, warte mal. Mach lieber nicht. Okay. Weil, wahrscheinlich sind ja Carillo und Kimu beide dann. Also, das Team, ne? Weiß ich nicht, zu wem gehört Shoshi? Ich bin kein Team. Die so tot. Hat sie doch auch vergessen, haben wir, oder? Haben wir noch einen Gesser? Gar nichts, ne? Böse wahrscheinlich. Wahrscheinlich war sie Lokalgesser oder so. Julie wurde gerade eben gegessen, beziehungsweise hat sich vergessen. Ich glaube, wäre, dass sie gegessen wurde. Ja, jetzt hätte ich es sonst sagen können, aber ne. Also Witch bin ich auf jeden Fall nicht. Du hast überlegt, neben wem du noch gestanden hast, weil ich weiß nicht. Geht nur du. Nein. Warst du nicht noch mit irgendjemandem im Reaktor oder sowas? Du bist so fass. Nee, da konnte keiner. Oh, stand auch noch. Wenn dann in Kamu, aber Kamu ist doch tot. Ja, ich weiß nicht. Ich war Detective mit den Fußabdrücken. Tschüss. Hä, wie hat Terz das denn nicht gesehen? Ich dachte, das. Lol. Das Ding ist, Terz, also jetzt ist Items und hau rein.
Oh, die sind beide böse. Oh mein Gott, die sind beide böse. Ich bin im Arsch. Ich bin komplett am Arsch. Aber das heißt auch, dass sie sabotieren können. Ich bin wirklich, also wenn die jetzt beide Imposter sind und einer von denen, also Kimo war ja auf jeden Fall, der Julie getriggert. So, jetzt bin ich auf deine Geschichte gespannt, Les. Ich hab hier den armen Kimo abgestochen, weil ich dachte, das wäre der Jekyll und ich würde die Runde damit beenden. Oh mein Gott. Jetzt würde mich interessieren, wie das passieren konnte. Also, ich bin dein Lawyer. Nee, das war Smaggy und der wurde von meinem Mate umgebracht. Ach so. Der wurde radikal von meinem Mate umgebracht. Der war Bait in dem Moment, mein Lawyer. Dann wurde mein Mate durchs Vergessen rausgeballert und ich war komplett allein. Ja. Was dachtest du denn, wann du was Kimo ist? Ich dachte, er wäre der Jekyll, weil er ja in Ding reingestochen haben soll, in Julie. Ja, das würde halt auch komplett von dem passen. Dachte ich auch. Ja. Ich habe mir deinen Deputy Call, hatte ich jetzt geglaubt. Ja, also wir können das auf einen ehrenhaften Zweikampf machen oder Gess mich raus, du hast meine Rolle, ich bin nicht der Gesser von den beiden. Deswegen. Es ist Zeit für ein Duell. Ja, aber hast du geskippt? Ich habe geskippt, ja. Okay, dann ich trau dir nicht, ich wollte dich. Wenn du Tiebreaker bist, dann hättest du mir auch gessen können. Mann, und ich dachte auch, dass Kimo böse ist. Wirklich? Weil Julia gesagt hat, Time Master Dingens. Ja. Kimo war Sheriff. Kimo war Sheriff. Und ich dachte, Faro wäre die Witch gewesen. Gott. Ey, wieso konnte ich den nicht erschießen? Ich wollte den erschießen. Ich habe die ganze Zeit auf Kill gedrückt, aber er hat mich eher schneller erschossen. Ja, das ist. Du musst weiter auseinander, das ist zu nah. Oh, das ist. Entschuldigung, wir sind. Kannst wir sind Reaktor, kann nicht ordentlich zuschauen. Ja. Ah, tut mir leid, okay. Und auf Juli bin ich sauer, dass sie. Geht auf die Seite, wo ihr denkt, der gewinnt. Letzte Task. Wieso bist du sauer auf Juli? Du hast das für die Crew absolut reingeschissen. Sollen wir uns da nun erstechen auf freudige Art und Weise? Ja. In mich reingeschossen. Wir haben noch eine Task. Moment. Getriggert. Eine Task noch, okay. Oh, nein! Das ist sogar unentschieden eigentlich. Ja. Ich hab gespammt. Wer war denn Witch Items, ja? Warum hab ich nicht mitgewonnen? Ja. Ich dachte, du warst kein Lawyer mehr. Katze, weil du gestorben bist. Scheiß Lawyer. Hab ich keinen Win bekommen. Ja, schade. Ich wurde auch endlich mal rausgefiltert hier nach dem Skill. Ey, weißt du, das war so unlucky. Meinen ersten Kill in Specimen wollte ich clean. Dann. Smaggy framed mich. Ich will Smaggy deswegen töten und erwischt ihn. Ich so, das ist nicht dein Ernst. Und dann sehe ich das Lawyer. Ach komm, wirklich. Ich war mir halt. Dachte, du bist Crew. Ich war mir am Ende. Smaggy, Lester am Ende. Deputy, der dann zu dem Zeitpunkt aber Sidekick war. Und nicht mehr Deputy. Ach so, ja. Ja. Stimmt. So, Vivi, da erklärst du mir. Ich sag Runde 1, sag ich, es ist eine Witch drin. Und du sagst zu mir, nö, ist nicht. Weil ich glaube nicht, dass eine drin ist. Ja, war eine Witch. Siehst du mal. Eine Witch drin ist. Vertrau mir doch. Okay. Ich hatte zwar keinen Grund, das anzunehmen, aber war richtig. Also ich recht. Das war sehr bad. Shellinese, Mayonnaise, Bolognese. Dankeschön für die 23 Monate, Luis. Shelly, du gehst auf die 2 Jahre zu. Es ist einfach legendär. So, ich bin Medium. In der Runde war ich aber auch alles, ne? Trapper, ich war Deputy, ich war alles quasi. Alles. Schlinder spielt immer noch ihr Pen and Paper, ne? Das ist krass. Aber die macht das auch richtig gut tatsächlich. Ich hab mir das den ganzen Nachmittag angeguckt. Deswegen bin ich auch so spät gekommen. Tut mir leid, Chat. Hey! Ich bin in die Trap reingestiefelt. Machen sie richtig gut. Ja, Linda ist eine Oma. Linda muss eine Oma spielen. War ein bisschen nervös, aber macht sie sehr, sehr unterhaltsam. Ja.
Generell sehr cooler Stream gewesen. Vorne mal reinguckt, die haben heute so ein Placement mit Magic. Ich muss mal lernen, wie man Magic spielt. Ich habe übel viele Karten hier. Eigentlich wollte ich mal ein paar verschenken. Aber ich würde auch gerne einfach mal lernen, wie man spielt, glaube ich. Ich habe ja schon mal, wir haben in einem Placement vor 2 Jahren schon mal so den groben Anfang gemacht. Aber ich habe halt immer keine Leute, mit denen ich spielen würde. Tom Eder und Tina, Dankeschön für die Resubs. Tina, danke für die 41 Monate Tier 2 Resub, Legende. Großer Dank für das Subgift an Enjari. Warum verschenkt ihr denn heute so viel? Schon immer gestorben? Nee, ne? Nee. Ich bin nur in eine Trap gestiefelt, das weiß ich. Und das waren Sturi oder Carillo haben getrappt. Now. Oh. Now. Hallo. Hallo. So, wen habe ich reported? Ich habe nicht aufgepasst. Wir haben nur 2 Kills, Carillos Mörder. Ja, ich habe Sturi reported und genau beim Report ist Maggie noch gestorben, ne? Und der war neutral. Yes. Yep, Smeggy hat doch den Stucki weggemacht. Ich habe eher gedacht, dass Stucki Arsonist gewesen wäre, deswegen habe ich jetzt eher gedacht, das gehört zu ihm. Nee, Smeggy, ich glaube, Smeggy hat Stucki weggemacht, weil Smeggy geht rechts raus, die Türen gehen zu, dann sehe ich an der Leitung, Stucki stirbt, ich gehe raus, sehe den Reaper-Button, sehe Stucki liegen und habe noch geguckt, wo Smeggy hin ist. Siehst du das alles? Sieht das aus? Wir wissen, er ist neutral und sagt, die Türen gehen zu, warum soll Jakar die Türen zumachen gehen? Habe ich doch gemacht. Achso, nee, weil du Smeggy nicht aufgeschrieben hast, deswegen. Ich glaube nicht, dass Smeggy die Tür zugemacht hat, sondern woher ich das weiß, Flask, es war zuerst das Licht an, wir waren zu dritt an der Lifeline, Stugi, Smeggy und ich. Stugi rennt raus, Smeggy hinterher, die Tür geht zu, dann gehe ich nochmal zurück, drehe um zur Lifeline, guck drauf, Stugi tot, mach die Tür auf, sehe den Report-Button, dann kam der Flash und dein Report. So war der Ablaufzeit. Können wir uns darauf einigen, dass der Killer an Smeggy dann 95% ein Vampire war? Ich wollte gerade sagen. Kann mir einer sagen, wo die Leichen lagen? Das war ein Blauflash, kein Rotflash. Ja, aber ein Vampire hätte ihn gebissen und er wäre bei Report gestorben. True, weil der Blink, der kam auch genau, als ich reported habe. Genau. Das wäre schon krasses Timing gewesen. Also Vampire. Aber wo lagen die Leichen? Ich muss außerhalb von Lifeline. Also wenn du rechts bei Lifeline. Aber wenn der Flash von Smeggy direkt zum Report kam, dann können ja bloß. Wenn Wolde, Stuggi und Smeggy zusammen an der Lifeline standen, dann muss Wolde ja der Vampire sein. Ja, was ist, wenn Stuggi Smeggy gebissen hat und Smeggy hat Stuggi getötet, ich reporte und beide sterben? Aber wird der Vampir-Kill nicht aufgehoben in dem Moment? Der wird aufgehoben, wenn der Vampire scheint. Ich bin kein Vampire, ich bin weder böse noch... Ja, guess mich. Ich bin hast du noch jemanden gesehen bei euch, Voldemort? Nee, niemand, ne? Mein Vote hast du, Wolde. Neutral wollte ich sagen, aber... Ach, natürlich bist du nicht, komm, hör auf. Du kriegst nur 2 Votes, das hast du. Ja, Clark kriegt nachher auch ein Vote. Was hat sie mich denn gerade so geschubst? Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Die hat mir einfach so die Hand auf die Schulter gelegt, so gesagt, jo, pass mal auf. Sei mal nicht so laut, bitte, ich schlaf hier. Wir haben... tatsächlich auch noch einen Tricks da drin. Und das Gute ist, ich kann die Leiche jetzt einfach checken. Und jetzt ist schon wieder eine neutrale Rolle gestorben. Das kann ja gar nicht sein. Das ist doch affig. Ich würde gerne die zweite Leiche finden, weil ich habe Stugis Leiche gerade gefunden. Und tatsächlich kann die Medium-Info kann jetzt richtig, richtig krass werden. Vivi hat gerade noch gelebt. Ich habe Kimo gefunden. Kimo liegt im Lab. Flask definitiv raus. Als der blaue Flash war, müsste Flask auch wissen, dass ich nie ins Lab hätte schaffen können. Er liegt oben bei der, wie heißt dieses, Flashing-Task. Flashing-Task. Ja, genau. Ja, nennen wir sie Flashing-Task. Ich glaube auch der Blue Flash war Vivi. Vivi wurde gerade getötet. Ja, genau. Und der erste Blue Flash. Ja, das heißt doch, dass wir. Das ist wahrscheinlich Jakar und Sidekick, oder nicht? Sehr wahrscheinlich. Vermutlich, ja.
Aber neutrale Rollen haben sie auch. Also wenn du einen Arsonist killst und er ist VIP, kriegst du auch... Ja, aber wir haben ja nur 1 bis 3, oder? Ich möchte bloß anmerken, Vivi war der Blue Flash und Volda hat hier ein Bait reingebissen. Ja, ja, genau. War der Blue Flash und Volda hat einen Bait. Aber also ich kann sagen, der Killer an Smaggy war entweder Volde, Julie, Carillo, Flesk, Shoshi oder Knechti. Achso, ja. Leute. Wirklich gute Detektivarbeit, Claire. Kannst du das fast alle einhänzen? Ausgeschlossen quasi. Ja, war das jetzt gerade eben ein Call oder der Wehr-Command? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, das war einfach nur... Einer von diesen bösen Halunken, bösen... Scheiß drauf. Einer von euch. Also einer von uns muss mindestens böse sein. Ich bin. Einfach mal den Scherz nochmal vorgelesen. Nee, hab ich glaube ich nicht, oder? In der Snap-In-O-Two standen Vivi und ich weiß nicht, wer da noch stand. Ich habe... Leute, ich habe Kimo getötet, nicht Vivi. Ja genau, du hast Kimo getötet. Genau, Kimo war der Flashkill. Während es geflasht hat... Ja! War Flask draußen bei der Temperaturtask. Ich bin nochmal zurück an die Lifeline und hab geguckt, wer ist gestorben und hab okay, gesehen, das ist jetzt ich wusste... Okay, lass mich bitte einmal kurz. Terste und Carillo sind hier die Bösen. Einer ist Morphling, einer ist Trickster. Vivi ist nämlich in beide Traps gelaufen, weil er Time Master so. Also einer ist Morphling, Gesser und der andere ist der Trickster von Terste und Carillo. Was aber übrigens auch getötet haben könntest. Also ist auf jeden Fall falsch, ne? Okay, dann Carillo. Aber die stimmt. Selber Folde. Warum? So, als nächstes nehmen wir uns Terze vor. Die Leute haben Terze, Volde oder Carillo zu Worten und sie nehmen Karl. Celia, danke schön für die 38 Monate Resub. Celia. So wie die Elden Ring Stadt. Guckt sie viele Elden Ring Videos in letzter Zeit. Zu viele. Vivi, du wirst gerecht jetzt. Es reicht. Es ist vorbei. Fläschchen-Task hier. Es ist wirklich vorbei, ne? Weil. Terste wird die Runde hier nicht mehr holen, glaube ich. Items steht hier noch, sprich, wenn mich jemand tötet, nicht mein Problem. Terste ist halt in den Wind gehüpft. Weiß jetzt nicht, was das sollte. Weiß jetzt nicht, warum er das gemacht hat. Sehr gut. Jetzt kann ich auch einen Button drücken, also ist ja Quatsch, Terse. Das ist ja Quatsch, der ist ja gerade unter mir in den Vent rein. Egal. Ja. Ich Terse, bist du Engineer? Gab's da ein paar Flashes? Ich bin nicht Engineer. So ein bisschen bum-bum-bum gemacht? Ja, das ist der Trickster. Ja, dann guess mich bitte. Die Info ist falsch. Ich weiß nicht, nee, also, du bist gerade neben mir im Wind gehüpft. Warum machst du das? Ich stand nicht in der Trap. Wo bin ich in dem Wind? Nee, in Wind. In Lab. Hab ich doch gesehen gerade. Ich stand mit Items an Fläschchen und ich laufe nach unten. Du bist gerade in Electrical rein. Ich sehe, wie du in den Wind reinhüpfst von links. Ja, also vor der Tür rechts stehe. Also laufe ich gerade rein. Also Knechti liegt tot in Office und ich hab's in Cams gesehen. Das stimmt, ja. Also es ist ganz easy. Shoshi hat beide Imposter gecallt. Wir haben Carillo rausgevotet, das war ihr erster Call. Der zweite war Terst, dann bleibt nur noch Trickster übrig, weil jetzt Trickster-Licht an war. Also, wenn jemand guessen will, gönnt ihr. Was ist denn das Trickster-Licht? Nee, der Trickster, wenn er alle drei Boxen gestellt hat, kann er Lights Out in krass machen quasi. Aber wenn mich Les gerade in Lab gesehen hat, wie ich da reinwende, dann... Vor einer halben Minute, Terste. Da müsste ich ja logischerweise der Morphling sein. Nee, hä? Wir haben Carillo raus. Das war der erste Imposter. Ja. Wir hatten jetzt Trickster-Licht. Woher soll der Morphling kommen? Du bist der Trickster. Das gibt nur Sinn. Ich guess Terse jetzt mal auf grünes Checkmark. Auf was? Ja. Ich glaube, Les macht es nicht. Also Terse ist auf jeden Fall eine Killing Roll. Good. Ja. Das habe ich nämlich auch Boss, von meinem, das habe ich von den Geistern gehört. Ich skipp nochmal hier. Das stimmt, Claire hat, hat von den Geistern gehört. Claire hat von den Geistern gehört, dass zwei Killer noch am Leben sind, als er gefragt hat. Und Kimo 20 Sekunden tot war. Das jetzt eben nur noch einer. Hä, Flashcore, kennst du meine Info? Ja. Weil ich Medium bin. So. So viel durcheinander gesabbelt die ganze Zeit. Illegal. Total illegal.
Oder? Ja, stinkt anscheinend, muss direkt hinterhergeleckt werden. Tut mir leid. So. Ein Geist wurde befragt. Einen anderen finde ich nicht. Ist eh nur eine Person gestorben, die Runde, ne? Ah, nee, da ist noch einer. Da oben. Da oben. Dauben, Dauben. Was jetzt OP wäre, wenn wenn mir einfach jemand sagen würde, ey, Leiterkala hat mich getötet. Weil der erste war Darker, dann wüsste ich, wer die andere Klingenroll haben kann. Julie steht in Camps. Dass sie gleich leckt, kann auch ein Zeichen von Zuneigung sein, weil sie deinen Geruch mit ihrem vermischen möchte. Ah, ja. Ja, Luni putzt mich auch immer. Dass sie mich gern hat, das weiß ich. Sie hat von Luni immer geputzt. Das ist manchmal auch ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Aber ich habe gehört, dass wenn man darf dann nicht wegziehen, so, weil dann ist die Katze traurig. Das will ich nicht. Deswegen wird danach einfach Hände gewaschen, gut ist. Ich habe ein bisschen Angst, dass langsam einfach alle Leute tot sind. Ah ja. Aha. Na dann. Voldemort. Keine Ahnung, wo die waren. Okay, warte mal. Das heißt, Faro ist der Mörder. Das ist mal einfach. Faro ist der Sidekick gestern. Viel Spaß. Aber wie kommst du drauf? Na, weil mein Snitch-Mode mir das sagt. Ich bin eine unsterbliche Snitch. Okay. Du hast mich geschildert. Ich bin unsterblich. Gut, jetzt ist deine Rolle natürlich offensichtlich. Aber es ist Faro. Und Faro kann gessen, das heißt, er wird dich jetzt töten. Aber es ist Faro! Ja, und, geil! Und aber warum ist es Vlesk? Woher willst du das wissen? Wo bin ich denn gerade? Weil Vlesk, du hast doch Wurst die Leiche gefunden? Ich bin ein Drache. Was? Im Office. Überatmen. Ja, genau da musst du nämlich auch sein, weil du warst gerade eben noch bei uns. So weit kannst du nicht gekommen sein. So, der Killer ist aber in Laboratory und ich bin bei Julie. Vlesk ist im Office. Faro! Du bist im Laboratory und bist halt Kickgesser. Ja! Oh, auf was hast du gegessen? Ja, oh nee, ich hab verloren. Sans und Sieg.